Schreibweise: Ich, Ni, San, Shi, Go, Doku, Nana. Aprikose: Bestandteile. Das Zeichen für Aprikose besteht aus den Zeichen für Baum und Mund. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie kommt man von den Wörtern Baum und Mund zu dem Wort Aprikose? Geschichte: Stellt euch einen Baum vor. Einen richtig schönen großen Baum. Und an diesem Baum hängen viele große Aprikosen. Und diese Aprikosen haben eine schöne rötlich-goldene Färbung und sehen richtig lecker und saftig aus. Und unter diesem Baum sitzt eine Person. Das könnt ihr selbst sein oder vielleicht auch jemand anderes. Und diese Person sitzt also unter dem Baum und entspannt sich dort und hat einen weit offenen, aufgerissenen Mund. Stellt euch diesen aufgerissenen Mund ganz deutlich vor. Und nun stellt euch eine Aprikose vor, die sozusagen von dem Baum herunterfällt. Und natürlich hat auch die eine schöne rötlich-goldene Färbung. Und diese Aprikose fällt nun sozusagen direkt in den Mund der Person, die unter dem Baum sitzt. Und nun habt ihr eure Verbindung schon. Wir haben einmal den Baum und den großen, offenen, aufgerissenen Mund der Person, die unter dem Baum sitzt. Und dann haben wir die Aprikose, die von dem Baum direkt in den Mund hineinfällt. Damit haben wir also die Verbindung zwischen Baum, Mund und Aprikose geklärt. Lesungen. Zunächst hätten wir erstmal die On-Lesungen. Da gibt es 3 Stück, einmal Kyo, An und Ko. Und dann wäre da noch die Kun-Lesung, diese ist Ansu. Und das ist natürlich meine Lieblingslesung dieses Kanjis. Komposita. Als erstes Beispiel hätten wir hier das Komposita aus den Zeichen Aprikose und Kind, welches ebenfalls Aprikose bedeutet und auch ebenfalls Ansu gesprochen wird. Dann hätten wir das Komposita aus den Zeichen für Aprikose und Hain, Kyorin, was Aprikosenhain bedeutet. Und als nächstes haben wir das Komposita aus den Zeichen Aprikose und Barmherzigkeit, Kyonin, was so viel wie Aprikosenkern bedeutet. Als letztes Beispiel haben wir hier noch das Komposita aus den Zeichen Aprikose und Blume, Kyoka, was Aprikosenblüte bedeutet. Die Komposita für dieses Kanji waren etwas unspektakulär, aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und wenn ihr Vorschläge für weitere Kanji habt, dann schreibt die doch einfach in die Kommentare.